rund vom Campus Galli Projekt bzw. Campus Galli Gelände. Wir befinden uns hier auf 25 Hektar Grundareal. Davon sind 5 Hektar landwirtschaftliches Areal, das heißt beginnend von der Blumen- und Kräuterwiese bis nach hinter der Waldrand. Das ist das sogenannte landwirtschaftliche Areal. Der Original Klosterplan in Aachen in einer Ausstellung. Da ist unser Gründer, der Herr Gorten, der leider mittlerweile verstorben ist, 1967 da gewesen und hat diesen Plan gesehen. Er fing dann Feuer und Flamme für diesen Plan. Selber ist dann lange Zeit in Vergessenheit geraten, in der Bibliothek in St. Gallen, bis Ende 12. Jahrhundert ein Mönch Papier brauchte zum Beschreiben. Er hat sich auf die Suche gemacht, hat diesen Plan gefunden. Was hat er gemacht? Er hat die Rückseite genommen, wie Sie hier sehen, und hat hier die Vita des heiligen Martin. Heilige Martin kennt ihr? Gut, draufgeschrieben. Dieser Mönch war aber sehr fleißig im Schreiben, dass ihm der Platz ausgegangen ist auf der Rückseite. Er war ja nicht dumm, er war schlau, hat den Plan wieder umgedreht und hat dieses Areal an nicht bestimmbaren Gebäuden abgekratzt und hier den Rest der Vita draufgeschrieben. In den Zellen. Die Zellen waren zu dort, das war die Schlafstätte der Mönche.